Boah! Да нет. Почему ты так думаешь? Я тебе говорю, нет. Ты так что, они так развлекаются, что ли, просто? Смотри, прилетел ракета. Нихера себе. Ты взорвалась. U.S. President Joe Biden and Ukraine President Volodymyr Zelensky signed a 10-year bilateral security agreement on Thursday aimed at bolstering Ukraine's defense against Russian invaders. The deal, signed on the sidelines of the G7 summit in Italy, aims to commit future U.S. administrations to support Ukraine, even if former President Donald Trump wins November's election, officials said. Our goal is to strengthen Ukraine's credible defense and deterrence capabilities for the long term. A lasting peace for Ukraine must be underwritten by Ukraine's own ability to defend itself now and to deter future aggression anytime in the future. The United States is going to help ensure that Ukraine can do both. This is an agreement on steps to guarantee sustainable peace, and therefore it benefits everyone in the world, because the Russian war against Ukraine is a real, real global threat. The agreement indicates the U.S. will provide weapons and ammunition and intelligence sharing, and is meant to be a step toward Ukraine's eventual NATO membership. Zelensky has long sought this, but allies have stopped short of taking that step. Also Thursday, G7 leaders agreed in principle on plans to issue $50 billion of loans for Ukraine, backed by interest from Russian sovereign assets frozen after Moscow launched its invasion of its neighbor in 2022. This comes one day after the U.S. dramatically broadened sanctions on Russia, including by targeting China-based companies selling semiconductors to Moscow as part of its effort to undercut the Russian military machine waging war on Ukraine. Trump has expressed skepticism of Ukraine's continued fight, saying at one point that he would end the conflict on his first day in office. He met with lawmakers in Washington Thursday, who said he criticized a $60 billion aid package for Ukraine that recently passed with Republican support. Io non vedo niente. E vi confermo che abbiamo raggiunto. I can confirm that we have reached a political agreement to provide additional financial support to Ukraine of about $50 billion by the end of the year through a loan mechanism for the repayment of which the extra profits from Russian assets tied up in our jurisdictions can be used. We are not talking about a confiscation of these assets, but of the interest that accrues over time. Der russische Präsident hat einen ganz offensichtlichen Plan. Er will so lange seinen Krieg vorantreiben, bis alle anderen aufgeben, die Ukraine zu unterstützen. Und dieser Plan ist heute gescheitert. Denn mit der Absicht der G7-Staaten, 50 Milliarden Dollar zu mobilisieren, die aus den Erträgen, den Windfall Profits der eingefrorenen russischen Einlagen finanziert wird, ist die Grundlage dafür geschaffen, dass die Ukraine in der Lage ist, in der nächsten Zeit all das zu beschaffen, was sie beschaffen muss, an Waffen, aber auch an Investitionen in den Wiederaufbau oder in die Energieinfrastruktur. Das ist ein sehr starkes Commitment, das im Übrigen auch den Ukrainerinnen und Ukrainern den Mut gibt, das zu tun, was für sie jetzt zur Verteidigung ihrer Unabhängigkeit und Souveränität notwendig ist. Und es ist ein klares Zeichen an den russischen Präsidenten, dass er nicht einfach
diese Sache aussetzen kann und darauf hoffen kann, dass wegen fiskalischer Probleme in einigen Ländern in der Welt, die heute die Ukraine unterstützen, es ihm irgendwann gelingen wird, diesen Krieg zu gewinnen. Das wird er nicht. Insofern ist das sicherlich heute auch ein ganz historischer Schritt und eine historische Entscheidung, die hier getroffen wird. Wir haben diese Frage auch intensiv mit dem ukrainischen Präsidenten besprochen, der uns hier besucht hat und mit dem wir das sorgfältig diskutiert haben. Ich finde, ein wichtiger, guter, notwendiger Schritt zur richtigen Zeit. Schön. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда підписує угоду про підтримку України та співробітництво між Україною та урядом Японії. Thank you.